Erst ging es nach New York und jetzt nach Shanghai. Wie cool ist es doch, Ladybug und Cat Noir einmal außerhalb von Paris zu sehen. New York war natürlich bereits ein voller Erfolg, aber das Shanghai-Special sollte noch viel mehr versprechen. Mehr Mythen, mehr Geheimnisse, mehr Magie. Wer das Special bereits gesehen hat, aber noch einmal eine Zusammenfassung wünscht, der ist hier genau richtig. Was war im Flugzeug mit deinem Freund Adrien? Gar nichts. Wir haben uns nur den Sonnenaufgang angesehen. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, dann zeig es uns doch mit einem Daumen nach oben, abonniere Trendshow und sei gespannt auf die nächsten Videos. Auf dem Weg nach Shanghai. Die Ferien nahen und Marinette träumt schon in der Schule von ihrer baldigen Freizeit. Auch Cat Noir und Ladybug müssen nicht mehr so viele Schurken den Kampf ansagen. Es herrscht die wahre Urlaubsstimmung. Marinette soll dann für ihre Mutter ein Paket mit einem Geschenk für ihren Onkel Wang Cheng verschicken. Dabei ruft sie Alia an, die ihr erzählt, dass Adrien nach China abgereist ist, weil sein Vater dort geschäftlich zu tun hat. Adrien sitzt währenddessen mit Gabrielle im Privatflugzeug in Richtung China. Gabrielle verschanzt sich im hinteren Teil des Flugzeugs. Er ist per Videochat mit Nathalie verbunden. Die beiden diskutieren über diese ganz besondere Sonnenfinsternis. Hier kann man sehen, dass Gabrielle das Löwenkopfarmband besitzt. Dieses hat er sorgfältig in einem Koffer verstaut. Es scheint etwas Besonderes zu sein, denn der Koffer kann nur per Fingerabdruck und Netzhautscan geöffnet werden. Wir erfahren von einem magischen Juwel, das auch Prodigious genannt wird. Jedoch soll dieses sehr gefährlich und mächtig sein. So mächtig, dass Noro sogar versucht, Gabrielle davor zu warnen. Um die Miraculous zu schützen, wurde das Prodigious deshalb in einer Höhle eingeschlossen. Aber Gabrielle möchte das nicht hören. Denn er sieht darin den besten Weg, Ladybug und Cat Noir zu vernichten. Marinette ist mit dem Paket zurück in der Bäckerei, wo sie ihren Eltern sagt, dass sie ihrem Onkel das Paket lieber persönlich überreichen und ihre chinesische Kultur besser kennenlernen will. Natürlich will sie eigentlich nur auf Adrien treffen, aber ihre Eltern wissen das natürlich nicht, weshalb sie begeistert zustimmen. Marinette sucht Adrien. Adrien wohnt in einer Suite im Hotel, wo er natürlich von Gabrielle allein gelassen wird. Auch Marinette ist mittlerweile in Shanghai. Dort will sie sich sofort auf die Suche nach Adrien machen. Dank des GPS auf ihrem Telefon findet sie ihn auch leicht. Während sie durch die Straßen läuft, erfahren wir auch, dass Kwami alle Sprachen der Welt sprechen können. So kann Tiki natürlich auch Mandarin sprechen. Währenddessen hat sich Gabrielle auf den Weg zur mysteriösen Höhle gemacht. An einem Wasserfall drückt er auf einen Felsen und ein Öffnungsmechanismus wird ausgelöst. Jetzt muss er nur noch die richtige Person finden, die er akkumatisieren kann. Eine besondere Diebin. Während Marinette sich in Shanghai verirrt, sehen wir den Teenager Fei. Sie rettet einen Mann, der unter einem Lieferwagen eingeklemmt ist, aber Fei braucht dringend Geld, um zu überleben, weshalb sie als erstes Adrien und danach auch noch Marinette, die sich in der Nähe von Adrien aufhält, bestehlen möchte. Und tatsächlich, Marinettes Tasche wird gestohlen. Und nicht nur die Tasche, auch Tiki ist verschwunden. Zwar haben drei Leute das mitbekommen, aber Fei kann diese schließlich mit ihren Kampfkünsten abwimmeln. Und es kommt zu einem totalen Missverständnis. Marinette bekommt Angst vor den dreien, die sie eigentlich nur warnen wollten und denkt, dass diese Schläger seien. Marinette wandert durch Shanghai und sucht nach ihren Ohrringen. Einige Shanghainesen erkennen, dass sie sich verirrt hat und versuchen ihr zu helfen. Doch die Sprachbarriere macht die Sache kompliziert und sie kann sich nicht verständlich machen. Eine alte Frau schenkt ihr schließlich ein paar schwarze Ohrringe. Währenddessen ist Fei im Laden eines Hehlers, um das Gestohlene weiterzuverkaufen. Wir erfahren, dass sie eigentlich gar nicht mehr stehlen möchte, sondern von dem Hehler erfahren will, was genau damals mit ihrem Vater passiert ist, da er anscheinend nähere Informationen darüber hat. Stattdessen soll sie Marinette aufsuchen, da der Inhalt der Handtasche einen sentimentalen Wert hat, weshalb Marinette die Tasche zu einem hohen Preis zurückkaufen könnte. Und was passiert mit Tiki? Sie landet in einem Automaten zwischen anderen unechten Tieren.
Marinette und Faye. Faye hilft Marinette, vor den Schlägern wegzulaufen. Sie versucht herauszufinden, ob die Ohrringe irgendeinen sentimentalen Wert für das Schulmädchen haben. Sie ist berührt von Marinettes Geschichte, denn auch sie ist auf der Suche nach Schmuck, der ihr gestohlen wurde. Währenddessen macht sich Marinettes Familie große Sorgen, da sie noch nicht zurückgekehrt ist, und auch Adrien, der dann zu Cat Noir wird. Faye zeigt Marinette Cashs Laden. Marinette sieht ihre Ohrringe, die im Schaufenster aufgestellt sind. Der Mann mit dem Fächer verlangt aber einen viel zu hohen Geldbetrag. Faye ist darüber verärgert, da sie sich mittlerweile mit Marinette angefreundet hat. Zu ihrer großen Überraschung findet Marinette Tiki, die sich zum Glück problemlos befreien konnte. Faye nutzt Cashs Unaufmerksamkeit aus und beschließt, Marinettes Ohrringe durch die schwarzen Ohrringe der alten Frau zu ersetzen. Sie gibt die Ohrringe an Marinette zurück, die den Ladenbesitzer bemitleidet, weil sie überzeugt ist, dass Faye die Ohrringe einfach gestohlen hat. Der Ladenbesitzer ist erzürnt und beauftragt seine Handlanger, die Mädchen zu verfolgen. Eine Verfolgungsjagd vom Feinsten beginnt. Und auch Cat Noir ist auf der Flucht. Er ist etwas verzweifelt und hinterlässt Ladybug eine Nachricht, in der er um Hilfe bittet. Faye und Marinette schaffen es schließlich, ihren Verfolgern zu entkommen. Sie erreichen die zerstörte Schule, die auch in unmittelbarer Nähe der geheimen Höhle ist. Die beiden sind sich nicht bewusst, dass Gabriel auch dort ist. Zu seiner großen Überraschung bemerkt er Marinette und Faye. Faye vertraut sich dann Marinette an. Sie erzählt ihr, wie ihre Feinde ihren Vater besiegt haben. Sie ist gerade dabei, ihr die ganze Wahrheit über die Ereignisse dieses Tages zu erzählen, als plötzlich Cash auftaucht. Er will ihr Geld. Und um sich zu rächen, enthüllt er Fays anfängliche Absichten gegenüber Marinette, die natürlich schockiert ist. Plötzlich erkennt Gabriel Cash. Denn dieser hat Nathalie den Armreif mit dem Löwenkopf verkauft, den übrigens Faye gestohlen hatte. Er verwandelt sich in Hawk Moth, um ihn zu akkumatisieren. Marinette, die jetzt sehr wütend auf Faye ist, bemerkt den Akuma. Sie rennt weg und verwandelt sich in einer stillen Ecke in Ladybug. Marinette alias Ladybug checkt jetzt ihre Nachrichten und erfährt, dass Cat Noir bereits in Shanghai ist und die beiden wieder bald aufeinandertreffen werden. Cash verwandelt sich in Roi Argent, eine roboterähnliche Maschine aus Metall, nachdem der Akuma sich in seinen Fächer eingenistet hat. Mit seinem Fächer ist er in der Lage, magische goldfarbene Klingen zu beschwören, die wirklich alles durchschneiden können. Sein Fächer kann auch als Schwert eingesetzt werden, das auch alles durchschneiden kann, was sich ihm in den Weg stellt. Der Kampf beginnt. Hawk Moth und Roi Argent betreten die Höhle hinter dem Wasserfall. Faye stellt sich den beiden in den Weg und greift Roi Argent an. Dieser wirft dann mit goldenen Klingen nach ihr, aber Hawk Moth setzt dem Kampf ein schnelles Ende. Er packt Fays Arm und wirft sie aus der Höhle. Sie fällt in einen tiefen Brunnen, schafft es aber, sich an den Wänden festzuhalten. Faye wird dann von Ladybug mit Hilfe ihres Jojos gerettet. Nachdem sie die Steintür zerstört haben, betreten Hawk Moth und der akkumatisierte Schurke schließlich die Höhle. Sie steigen nun eine gigantische Wendeltreppe hinab, die an den Körper eines Drachen erinnert. Ladybug und Faye verfolgen heimlich die beiden Schurken. Plötzlich erscheint ein Lichtstrahl und ein Stein an der Wand bewegt sich. Der leuchtende Löwenkopf erscheint. Hawk Moth legt nun den Armreif auf den Löwenkopf. Er hat übrigens 15 Jahre auf diesen Moment gewartet. Mei Shi. Ein schrilles grünes Licht bricht aus der Wand hervor. Ein riesiger löwenköpfiger Krieger in Rüstung erscheint. Dieser Krieger ist ein magischer Geist, der sich im Inneren der Löwenstatue befindet. Sein Name ist Mei Shi. Und er ist selbst eine Art Wächter bzw. Beschützer der Renlings. Er entscheidet, ob jemand würdig ist, das Prodigious mit dem damit verbundenen Renling zu tragen. In der Wand öffnet sich eine Tür. Hawk Moth greift nach einer Box mit einem Muster aus Drachen und verschiedenen Tieren. Doch die Kiste löst sich sofort auf und es erscheint das Prodigious. Es ist ein Medaillon. Hawk Moth hat natürlich nicht die Absicht, von Mei Shi beurteilt zu werden, aber Ladybug geht zum Angriff über und mit ihrem Jojo kann sie Hawk Moths Füße erfassen, sodass dieser kopfüber in der Luft hängt. Faye schnappt sich daraufhin das Medaillon. Sie muss sich dem Urteil von Mei Shi stellen. Faye wird zu Ren Ren. Faye verwandelt sich in eine Superheldin, nachdem sie sich die Kette der Prodigious um den Hals gelegt hat und die sieben Symbole aufleuchten. Als Trägerin des Prodigious heißt sie ab sofort Ren Ren. Sie ist auch in der Lage, Ren Links zu sehen, magische Wesen, die ähnlich wie Kwami sind.
Wir erfahren auch, die Renlings sind die Geister der menschlichen Werte. Die Renlings können Superhelden in wilde Tiere verwandeln. Die Helden müssen lernen, diese neue hybride Persönlichkeit, halb Mensch, halb Tier, zu kontrollieren und zu beherrschen, um sie richtig einzusetzen. Das macht Faye während des Kampfes auch mehrmals. Faye wird dann darauf hingewiesen, dass die Macht des Drachen die mächtigste von allen ist. Die Absichten des Trägers müssen edel sein, um ihn zu benutzen. Faye kann den Drachen aber aufgrund ihrer Rachegelüste zurzeit nicht beschwören. Ladybug und Cat Noir schaffen es dann gemeinsam, den Bösewicht zu besiegen, der dann wieder in Cash zurückverwandelt wird. Der Superschurke Yang Woshi. Hawk Moth schickt dann den Akuma auf Mei Shis goldene Kugel, die sich schwarz färbt. Der Wächter wird zu Yang Woshi akkumatisiert, einem Riesen, der so groß ist, dass er die Decke der Höhle zerstört. Sein Ziel ist ein Stadtteil von Shanghai. Papillon ist begeistert, bis er merkt, dass Adrien genau in diesem Stadtteil ist. Er versucht deshalb, den Riesen zu stoppen, aber dieser lässt sich nicht mehr aufhalten. Stattdessen wird er von dem Riesen angegriffen und pulverisiert. Daraufhin liefern sich der Bösewicht Renren, Ladybug und Cat Noir einen schwierigen Kampf. Der Bösewicht scheint zu mächtig zu sein. Nach einem erbitterten Kampf kann Ladybug endlich den Akuma des Bösewichts reinigen und all die Schäden wieder gut machen, einschließlich der Wiederbelebung von Cat Noir und Hawk Moth. In der Höhle rechnet Faye mit Cash ab. Sie beschließt, ihn der Justiz zu übergeben. Sie wird zu Renren und legt das Löwenkopfarmband an ihr Handgelenk. Der Renling des Löwen erscheint daraufhin. Cat Noir, Ladybug und Renren sehen dann Mei Shi, der eine Kwami-ähnliche Erscheinung hat. Renren verwandelt sich in einen Adler und bringt Cash zum Hof von Shanghai. Gekleidet in ihr neues, geflügeltes Superheldinnenkostüm, geht Ladybug ins Restaurant ihres Onkels. Sie verwandelt sich wieder zurück in Marinette. Ende. Marinette, Adrien, Faye und Wang essen gemeinsam. Marinettes Onkel freut sich, den ersten Geburtstag zusammen mit seiner Nichte und ihrem Freund zu feiern. Marinette ist daraufhin sehr erschrocken. Sie und Adrien erklären dann, dass die beiden nur Freunde sind. Dann macht Marinette einen kleinen Fehler, als sie versucht, Mandarin zu sprechen, und bringt alle zum Lachen. Adrien bietet daraufhin an, Marinette Chinesisch beizubringen. Wie zuvorkommend, nicht wahr? Abonniert doch unseren Kanal für mehr Videos wie dieses. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gerne mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!